Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Steelbook Unboxing. Heute haben wir Avengers Age of Ultron. Und ja, ich habe ja gesagt, diesen Monat werden es ein paar ältere Steelbooks geben. Da es ja im Juli eigentlich nur Logan gibt als Steelbook, also neu. Und ja, da habe ich mir halt dann mal meine Marvel-Sammlung ein bisschen anwachsen lassen. Oder wie sagt man dazu? Vervollständigt. Und das ist jetzt mein zweiter Film von Marvel, den ich auf Steelbook habe. Ich habe noch Iron Man 3. Und jetzt habe ich The Avengers. Leider, ich wollte mir Guardians of the Galaxy holen, aber da sind die Preise unnormal. Ne? Aber gut. So, also jetzt haben wir hier erstmal The Avengers und das Steelbook. Dann haben wir hier den Pappschuber. Hinten drauf ein paar Bildchen mit der Inhaltsangabe. Dann die Extras, was es zu sehen gibt. Dieser Film kommt in einer deutschen 5.1 Spur daher. Und dieser Film läuft 141 Minuten. Boah, 2,5 Stunden. Ach, 2 Stunden 20 Minuten. Aber sowas gefällt mir. So schön Pappschuber. Nicht immer alles rangeklipse da, rangeklebe. Ach. So, dann schauen wir uns mal das Steelbook an. Wow. Wow. Geil. Also das Avengers Logo ist auf jeden Fall geprägt. Da könnt ihr es sehen. Also hier der Pfeil ist geprägt. Und auch hier die Umrandung. Auf jeden Fall geil. Sieht echt geil aus. Ja, bei Disney ist es ja so, dass da nicht der Name am Bein steht von dem Filmtitel, sondern die Figuren, die da mitspielen. Dann haben wir hier oben das Marvel-Zeichen. Dann halt die Figuren, die mitspielen. Und hier unten noch das Blu-ray-Logo. Wow. Ja, und dann haben wir hier hinten Ultron. Glänzend gehalten. Ansonsten der Rest schwarz. Und dann hier unten noch Marvel. Also ein bisschen Werbung von Marvel. Genau. So, dann öffnen wir das. Oh, das ist natürlich nicht gut. Schauen wir mal, ob der einen Kratzer hat. Nope, hat nichts. Aha, was ist hier los? Also, das ist schon mal die Blu-ray Disc. Also ist ja sowieso alles Blu-ray, aber ach so, das ist die 3D Blu-ray. Okay. Und das ist die normale Blu-ray. Genau. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Werbung von Infinity. Disney Infinity, Marvel Super Heroes. Zeit für Superhelden. Ja, und dann haben wir das Artwork, wo halt die ganzen Charaktere vom Film mitspielen. In Farbe. Ja, ist jetzt nicht schlecht, aber hätte man vielleicht noch was mehr draußen machen können. Ja. So, die 3D Blu-ray machen wir mal da rein. Da ich eh kein 3D habe. Und die machen wir da rein. So. Das machen wir wieder da rein. So. Achso. Und so, ich bin gespannt auf den Film. Das wird der nächste Marvel-Film sein, den ich mir anschaue. Guardians of the Galaxy habe ich abgeschlossen. Demnach kommt danach Avengers. Und danach kommt Ant-Man. Ja, dann soll es das jetzt gewesen sein von diesem Steelbook. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr von dem Film haltet, ob ihr den Film schon mal gesehen habt. Und ob ihr vielleicht auch das Steelbook habt. Also,
Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich, bleibt dran. Bis dann, euer Steffo. Ciao, ciao.